Absender: Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, den 11. November 1932. Du hast natürlich von den jüngsten Ereignissen in Deutschland gehört und willst bestimmt wissen, welchen Eindruck wir haben, die wir sie unmittelbar erleben. Ich bin sicher, dein warmes Herz und dein liberaler Geist dulden nichts Verbrecherisches. Und von dir werde ich die Wahrheit erfahren. Denn ich sage dir, mein Freund, es geht aufwärts. Aufwärts! Die Leute überall sind wie neu belebt. Martin! Du bist ein Liberaler. Du warst immer ein Mann von Weitsicht. Du hast nie einen Hitler erlebt. Er ist ein blankes Schwert. Nein, 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 nein! Da hat mir nicht mein Freund geschrieben. Da schreibt mir nicht mein Freund. Den starken Göttern der germanischen Rasse! Rasse, ja! Ich beschwöre dich flehentlich aus einer Verzweiflung heraus, die du gar nicht ermessen kannst. Gib mir Antwort, Martin. Zieh Erkundigungen ein unter der Hand, wenn du kannst. Jeder Versuch war zum Scheitern verurteilt! Aus tiefstem Herzen. Wenn du immer noch die alte Zuneigung bot, bitte ich dich darum, Max!